Müssen wir die Musik ein bisschen leiser machen? Damit ich auch höre, wenn hier was im Wald neben mir passiert. Jetzt muss ich hier losrennen und hinter mir kommen mir immer so freudig ein Wildschwein hinterher und denkt, ich bin sein neues Herrchen. Guten Morgen. Es ist Freitag. Freitag, der 30.10. Und was da so blubbert, ist mein Kaffee. Oh, mein Hals ist zu. Also die Nase, so ein bisschen. Und im Hals kratzt so ein bisschen. Und, oh nee, ich hoffe nicht, ne? Ich habe vor 2 Tagen Lippenherpes bekommen. Kann man gut verstecken mit dem Bart, ist sehr gut. Ja, aber das ist immer so ein Zeichen, dass ich bald eine Erkältung kriege oder so. Und das wäre die erste nach, weiß ich nicht, langer Zeit wieder mal. Naja, nun muss ich irgendwie gucken, dass ich die verhindere. Aber das fühlt sich so ein bisschen doof an. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so schlimm. Der Hund wollte gestern Abend nicht fressen. Habe ich erzählt im Video gestern noch? Weiß ich nicht. Wegen dem Bauch gluckern. Heute waren wir draußen. Also wir waren vorhin erste Runde draußen. Als er wieder kam, ist er sofort unter der Bettdecke und schläft. Bin mir nicht sicher, ob er heute schon was fressen will. Bis um 2 hat gestern noch gesessen und das Video geschnitten. Ist okay. Vor 2 bin ich sowieso selten im Bett gegangen. Die Maus. Naja, so. Mein Kaffeewasser kocht. Ich mache jetzt erstmal Kaffee zu essen. Und ich glaube, heute gehen wir mal wieder in den Wald statt an den Strand. Mal sehen. Jetzt frisst sie. Als sie vorhin ins Futter reingemacht hat, hat sie erst blöd geguckt. Und jetzt guckt sie mich blöd an, weil ich schon wieder über sie quatsche. Als sie vorhin ins Futter reingemacht hat, ist sie gleich aufgesprungen, als sie guckt, aber war noch nicht so interessiert. Jetzt dann doch. Naja, aber so richtig war jetzt scheinbar noch nichts. Ich hab gerade gesehen, sie hat gar nicht richtig aufgegessen. Naja, muss sie halt auch erst wieder dran gewöhnen, dass ich nicht den ganzen Tag da bin. Ansonsten ist heute nasskaltes Wetter. Sonne ist noch nicht draußen, soll aber noch rauskommen. Naja, und daher auch Handschuhe wieder. Es macht mir den Eindruck, als wenn sie sich auch richtig freut, dass es mal wieder in den Wald geht. Aber das ist ja auch immer nur so Vermutung. Und was man so rein interpretiert, in was der Hund tut oder wie er sich gibt. Sicherheit kann man sich ja eigentlich, obwohl man den Hund schon gut kennt, glaube ich. Ich hätte mir vielleicht den Flipbelt gleich mitnehmen sollen, damit ich ihm besser was zeigen kann. Aber ich kann mir nicht erinnern, geht das schnell. Bei dem geht es wirklich schnell. Morgen kommen wahrscheinlich meine Eltern. Mein Vater baut mir dann Regale an, die sie gekauft haben. Und in meinem Flur kommt so ein kleiner Hängebrunnen rein. Also zumindest vorne an der Tür. Zwar ist mein Flur nicht sehr hoch, also sind dann irgendwie nur 25, 30 cm zwischen Platz. Aber das reicht, um ein paar Taschen und ein bisschen Zeug zu verstauen, weil ich maximal einmal im Jahr brauche. Und dann ist es verschwunden, dann ist weg und sieht aufgeräumter aus. Wie gestern versprochen, wollte ich heute kurz den Flipbell zeigen. Ein Gürtel, den man sich dann ummacht und wo man alles drin verstauen kann, wenn man laufen geht. Als erstes gibt es da zum Beispiel diesen kleinen Haken hier dran, wo man dann seinen Schlüssel dran machen kann, damit er nicht hier lose in der Tasche rumfliegt, weil die Taschen sind offen. Dann ist der Gürtel an sich geschlossen. Den gibt es in verschiedenen Größen. S, X, L, L, M, was das alles gibt. Man schlüpft in diesen Gürtel rein. Ich mach das mal kurz hier. Das ist ein bisschen doof mit dieser Hose, aber packt man den hier also um. Und hier, wie man sieht, die kommen ein bisschen dichter, sind dann diese Taschen, wo man Sachen reinstecken kann. Ja, davon sind, glaube ich, 4 verteilt um den ganzen Gürtel rum. Man kann den Gürtel auch andersrum tragen, wenn man Angst hat, dass hier irgendwie was rausfällt aus diesen Taschen. Aber eigentlich ist alles so fest, hier drin, wenn man hier reinschiebt, dass da nichts passieren sollte. Ich habe den immer so rum angehabt. Okay, ich habe auch nur das Handy und einen Schlüssel drin gehabt, Schlüssel an den Haken. Handy so drin, passiert eigentlich nichts. So ein Handy rutscht da auch nicht schnell raus. Ich nehme mal hier das iPhone 6 Plus. Jetzt mit der Hülle wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber ich wollte mal kurz zeigen, dass es da zwar reinpasst, aber halt doch schon sehr knapp ist. Wie man sieht, reicht das 6 Plus wirklich von einer Tasche bis zur nächsten. Würde zwar gehen, es wäre nicht rausgefallen oder wäre nichts passiert, aber es war mir dann doch ein bisschen unbequem. Sagen wir mal so. Und ich wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt kaputt machen oder so, aber der ist sehr strapazierfähig. Sein Dehnbar, also es passt da rein. Bis zu einem 5er iPhone und einem 6 oder 6S ist da kein Problem. Bei dem Plus ist es eher schon, so eine Sache, ob man das möchte. Ansonsten ist der Flipbelt super. Also ich habe den echt gern getragen. Wie gesagt, beim iPhone 4 habe ich den benutzt. Und ich bin da wirklich
sehr zufrieden mit dem Flipbelt. Der ist super, den gibt es auch inzwischen von anderen Firmen. Ich weiß nicht, ob Flipbelt die erste Firma war, die den rausgebracht hat. Mir ist er zuerst auf Pinterest, glaube ich, aufgefallen. Fürs 6S Plus, nur bedingt zu empfehlen, passt zwar alles rein, aber ist vielleicht ein bisschen unbequem. Ja, ansonsten Flipbelt kann ich empfehlen, wer also nicht so ein Armband haben möchte oder sonst nicht weiß, wie er seine Sachen mitnehmen soll, Flipbelt finde ich sehr gut. Danach um das Video kümmern von heute, muss ich schnell noch was erzählen. Ich habe heute auf Snapchat ein Bild gepostet von Cookie, wie sie im Wald saß. Und da war sie relativ schlecht zu sehen, weil sie gut getarnt war. Also habe ich dazu geschrieben, Hund suchen, Screenshot und Lösung schicken. Und die erste, die mir die richtige Lösung geschickt hat, war die Jenny. Ich habe ihr gesagt, dass sie jetzt den Snap des Tages gewonnen hat. Also seht ihr jetzt gleich den Snap des Tages. Jetzt habe ich mir heute überlegt, dass wir das eigentlich generell einführen können, so wie ich es schon zu meinem Geburtstag gemacht habe. Wer möchte, kann mir immer ein Bild schicken per Snapchat und ich stelle dann ins Vlog als Snap des Tages. Was ihr da macht, ist mir völlig egal. Könnt da schamlose Werbung für euer Blog, für euer Snapchat-Kanal, für sonst was betreiben. Sollten sich mehrere anhäufen, dann kommt halt einer nach dem anderen ran. Ne? Also, wer möchte, ihr habt freie Hand. Schickt mir einfach einen Snap. Am besten schickt ihr mir erst einen Snap und sagt, Achtung, jetzt kommt ein Snap fürs Vlog, Snap des Tages oder so. Und dann schickt ihr mir das und dann kann ich einen Screenshot machen und dann kann ich das mit einbinden. Wer unbedingt ein 10 Sekunden Snapchat-Video in meinen Vlog mit reinbringen will, der müsste den Snap aufnehmen und selbst runterladen und mir dann per Mail schicken oder Messenger oder so. Weil ich kann leider nur Screenshots machen. Wenn ihr mir was schickt, kann er nicht eure Videos runterladen. Ja, jetzt gehe ich schnell unter die Dusche und dann kümmere ich mich um Video. Mehr gibt heute sowieso nichts zu sagen, glaube ich. Morgen früh kommen meine Eltern und außerdem habe ich auch 12 Uhr Dienst. Also ich muss mal schauen, wie viel ich aufnehmen kann. Naja, werden wir sehen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, liken, kommentieren. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.